Jo Leute, was geht? Heute mit dem Video, wo ich euch einen Division Rivals Bug bzw. Trick erkläre. Ein Bug ist nicht unbedingt, aber schon ein heftiger Trick, wie ihr euren Skillwert extrem krass pushen könnt. Ja, im Hintergrund seht ihr halt das Gameplay, wie ich dann Division 1 gepusht habe. Das könnt ihr theoretisch auch, wenn ihr relativ gut seid. Und das Wichtige ist halt, ihr spielt dann Koop. Halt der pushen will, ist halt der höhere und der zweite Spieler ist halt der niedrigere und dann spielt halt einfach normal und dann, wenn ihr gewinnt, kriegt ihr normal plus, so plus 20, plus 25 und euer Mitspieler, wenn der niedriger ist, so plus 50 ungefähr, also war es bei mir, kann auch noch mehr oder noch weniger sein, wenn er näher dran ist und dann, wenn ihr hinten liegt, dann quittet einfach der niedriger ist. Weil der kriegt kaum Minus und ihr kriegt dann, wenn der quittet, ihr seht das gleich auch, gar kein Minus. Das ist halt der Trick. Ich weiß nicht, ob es gewollt ist von EA, dass man dann kein Minus kriegt. Aber das geht auf jeden Fall. Und dann so könnt ihr easy pushen und der quittet. Wenn er lower ist, kriegt er vielleicht minus 5, minus 10. Und das ist halt kaum Minus. Und so könnt ihr extrem easy pushen, beide. Wenn ihr so, sagen wir im Durchschnitt, ihr gewinnt einfach jedes zweite Spiel. Dann könnt ihr normal plus 25 pushen und der andere pusht noch mehr. Der kriegt zwar auch einmal Minus, aber dafür im nächsten Game wieder doppelt so viel Plus als plus 50, nehmen wir jetzt als Beispiel. Wie gesagt. Und so klappt das einfach. Ihr seht dann hier gleich im Hintergrund die Tore. 6-0 habe ich hier rasiert. Mit einem Kollegen, Grüße gehen raus. Da haben die Gegner auch gequittet. Und ihr seht ja auch gleich zwei Uncut-Beispiele. Eins sitzt gleich irgendwann und eins im Hintergrund. Wie wir dann auch mal verloren haben, habe ich euch auch ein paar Spieler halt reingeschnitten. Division 2 war halt auch schon ein bisschen schwieriger, aber ging auch noch. Also von Division 2 auf Division 1. Und dann, ja, kann man halt Easy Coins noch mitnehmen. Ja, ich würde sagen, ich kann euch auch mal das neue Team of the Week, was gerade rausgekommen ist, vorlesen. Also im Tor in der Startelf haben wir Lopez von Lyon, der Portugiese. Dann haben wir in der Verteidigung Ricardo Escayo, Rechtsverteidiger 4-4. War Stats in Ordnung. Dann haben wir Geil, Gomez in Form von Liverpool. Joe Gomez 85er, 84 Tempo, 85 Def, 82 Physis. Also wer den morgen zieht, GG. Dann haben wir links, Rafael Guerrero von Dortmund. Guerrero, sage ich jetzt mal nichts zu. 2 Sterne, wie gut ist als Linksverteidiger gekommen, nicht als LM. Ist ja eine normale Karte. Dann im Mittelfeld Luis Alberto, ZM, 86er. Joshua Kimmich, 89er als ZTM. Geile Karte auch. Dann Valverde, das ist ein gutes Team of the Week. Federico Valverde hat auch gegen Barca ein Tor gemacht, das 1-0, glaube ich. Dann links David Silva, 87, High Rates, aber nicht spielbar. Dann im Sturm Belotti, Andrea Belotti. Ja, 5 Sterne Record, aber keine geile Karte. Dann im zentralen Sturm halt Danny Ings, keine gute Karte. Und links haben wir Zaha als Stürmer. Also der ist auch nochmal geil. Also ich kann es nochmal zusammenfassen, wer über wen man sich freuen wird. Bei Gomez, na klar, Valverde und Zaha, das sind so die drei großen. Dann Kimmich ist auch noch gut, Guerrero ist auch in Ordnung. Und hier auf der Bank sehe ich auch noch Paulinho gerade. Auch geile Karte, 4-4. Außer Tempo jeden Step mindestens auf 80. Ja, ich kann es auch nochmal ein paar Spieler vorlesen. Auf der Bank Drakowski, Abilla, Arnold, João Pedro, Aikrem, Nzame, Zwerzkopf, Dia, Bamford, Traoré und Sergio Santos. Ja, keine interessanten Karten, haben fast alle unter 80 sogar. Hier, ihr seht auch schon, die Teams werden besser mit Neymar und Mbappé. Übrigens, Traoré hat von Ajax hat halt kein Inform, sondern eine Record-Breaker-Karte, weil der 5 Tore gemacht hat. Mit 19 Jahren. Ja, der Ajax hat auf jeden Fall rasiert. 13-0. Heißt schon was. Ja, da haben wir auch unglücklich verloren. Ihr habt es gerade auch schon im Hintergrund, glaube ich, das erste Uncut-Beispiel gesehen. Ihr kriegt dann halt einfach echt nichts abgezogen. Das ist halt schon OP. Dann gegen den 1-1.
2-1, bisschen erlackt. Ja. Morgen kommen auch nochmal meine Rewards. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich es morgen noch schaffe. Mit Schneiden und so. Weil ich muss noch auf den Geburtstag. Sonst kommen die morgen früh. Aber wahrscheinlich kommen die auch noch morgen. Ja. Also vielleicht schaffe ich es, vielleicht nicht. Ja. Aber ich halte euch dann auf dem Laufenden. Ja. Ja, das ist 1-0. Ja, 2-0 wenig später. Elfmeter. Und ich spiele auch am Wochenende wieder die Weekend League. Wenn ihr sehen wollt, wie ich da spiele und vielleicht rasiere, dann könnt ihr mir gerne auf Twitch folgen. Link ist in der Beschreibung. Einfach der KLK, wie hier, nur zusammengeschrieben. Auf Twitch. Würde mich auch freuen, wenn ihr mir da folgen könntet. Habe ich noch weniger Follower als auf YouTube Abonnenten. Also wenn ihr es hier seht und mir noch nicht auf Twitch folgt, folgt mir auf Twitch. Und hier haben wir 2-0 mit einem richtig geilen Time Finish. Mache ich noch manchmal. Weil wenn man grün trifft, ist das schon manchmal entscheidend. Und hier Talisca haben wir eingewechselt. Der kam ja gestern raus. Der hat sich auf jeden Fall richtig geil zocken lassen. Der ist eine heftige Karte. Als Sub. Oder jetzt mit Paulinho Inform, wenn man den morgen in Rot sieht, kann man echt sogar ein Team bauen. Aber es ist leider nicht Upamecano Inform hier gekommen, sehe ich gerade. Den hätte man ja mit Mukele einbauen können. Hier der Skillwert vom Gegner. Plus 25. Haben uns noch 3 Skillpunkte gefehlt. Für Division 1. Und das ist das Team vom Gegner. Vielleicht der entscheidende. Mit Werner in Rot, Neymar, Beneda. Wir machen nach einer halben Stunde direkt. Hier richtig geil durchgedribbelt von meinem Kollegen. 1-0. Ja, greift aber wenig später an. Spielt sehr gut auf Beneda. Kurze Eck, 1-1. Ja, ich glaube 7 Minuten später. Machst du nix. Dann hier. Ja, 91. Minute. 2-1 vom Gegner. War eigentlich ausgeglichen, wir waren am Drücker, hatten eigentlich mehr Chancen, aber das Team hat halt dann am Ende ein bisschen gerettet für ihn. Ja, gequittet. Und hier seht ihr es auch nochmal uncut. Dass man keinen Minus kriegt. In Zukunft kommen vielleicht auch mehr Videos, muss ich schauen, wegen jetzt dem zweiten Lockdown. Ja, scheiße gelaufen aktuell, aber ist besser für die Zahlen. War natürlich nervig. Dann hat der Gegner ein schwächeres Team, aber immer noch ein gutes. Mit Mukele auch. Rule Breaker. Zack. Mura. 1-0. Hier. Talisca. Sehr wendig. Mit dem 2-0 in der 81. Und das war die Entscheidung. Danach wusste ich, ich bin Division 1. Und hier seht ihr es, es ist Ende. Hier habe ich auch einfach durchlaufen lassen. Habe ich euch auch nicht rausgeschnitten, weil das sieht einfach jetzt. Das ist einfach für mich so ein persönlicher Meilenstein. Der ist schon richtig geil. 1-5 Torschüsse verdient gewonnen. Und hier seht ihr es, jetzt dachte ich, 50.000 Münzen. Division 1, Glückwunsch, kommt diese Animation. Aber falls Koop war, kam die irgendwie nicht. Ja, WL-Punkte und danach kam einfach gar nichts. Nur, dass das Skillwert aufgestiegen ist, aber nicht, dass ich eine neue Division erreicht habe. Hier immer noch Division 2. Habe ich dann nochmal im Menü hier geguckt. Bei Division. Aber ich war dann doch Division 1. Hier seht ihr es. Ich hoffe, euch habe es verständlich erklärt und euch hat es geholfen. Dann sehen wir uns im nächsten Video und ciao.